Wir starten heute Abend tatsächlich einfach mal anders los, weil ja, ich möchte heute Wasserwechsel machen nach 10 Tagen. Wir wollen ja so 10 bis 14 Tage hinbekommen, aber da ist jetzt doch recht warm bei den letzten Tagen. Machen wir das doch so, dass wir ein bisschen nicht auf 14 Tage, ne, sondern auf 10 Tage. So, 1, 2, 3, 4 und ein kleines bisschen hier dasselbe. 1, 2, 3, 4 und ein kleines bisschen. So, das lassen wir eben auflösen. Und in der Zwischenzeit messe ich dann nochmal Mikrosiemenswert bei uns im Aquarium oder in den Aquarien, dass wir ungefähr das gleiche reinpacken, wie wir jetzt drin haben. Ne? Ungefähr. Je nachdem, wenn im Aquarium ein bisschen weniger drin ist, dann gehen wir hiervon ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Ja, ist ein bisschen zu viel vielleicht drin, dann gehen wir hiervon ein bisschen weniger rein. Ne? Dass wir die Werte ungefähr immer so bei ja, knapp 300 Mikrosiemens halten. Es geht weiter. Wir haben ja knapp 280 Mikrosiemens drin. Und was haben wir dann jetzt? Ich guck mal kurz hier. Ja, das sieht richtig gut aus. Guck mal. Der Neuaustrieb, richtig kräftig wieder. So, was haben wir jetzt hier bei unseren Ladies? Mal gucken, ob ich das so hinbekomme, weil hier ist das Licht ein bisschen anders. Hier haben wir knapp 300 Mikrosiemens. Also ist okay, dann können wir hier jetzt den ersten Wasserwechsel machen. Ich muss schon sagen, abends so ist das Ganze ein bisschen entspannter. Ich filme auch nur so ein bisschen, hier gar nicht so viel. Nur damit wir das eine oder andere mitbekommen für den nächsten Film dann dementsprechend. Hallo und herzlich willkommen. Habe ich ganz vergessen. Ja, ich freue mich immer, wenn ihr zuschaut. So, wir fangen an mit unserem ja, Ladybecken, wo alle drin sind, die bereits Eier tragen. Oh, Akku blinkt. I'm so sorry. Es kann weitergehen. So, meine Lieben. Freunde der Aquaristik, das macht so viel Spaß hier, das ist schon, ja, der Hammer. So, ich habe es immer noch nicht geschafft, die Neocaridina Babys zu filmen, aber ich habe heute eins gesehen, schönes blaues. So, jetzt brauchen wir unseren Filterschwamm hier, weil wir wollen ja keine Babys einsaugen, ne? Für den Fall, dass schon welche drin sind, ich habe zwar noch keine gesehen, aber abwarten, ne? Manchmal kommt das ganz plötzlich, weil die sind ja auch so klein und manchmal sieht man die dann auch einfach nicht. Ne? So, okay. Dann saugen wir hier mal ein bisschen Wasser raus. In der Zeit, würde ich sagen, zeige ich euch schon mal ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe. Wir holen jetzt hier 5 Liter raus. Bei dem 20 Liter Becken holen wir 5 Liter raus, also 25%. Alle 10 Tage momentan. Ich will mal gucken, dass wir auf 14 Tage kommen. Aber im Moment warte ich noch. Nicht zu viel riskieren. Ne? Die Abstände kann man noch vergrößern, wenn es klappt einigermaßen. Aber wir behalten das erstmal bei 10 Tagen jetzt bei tatsächlich. Dann bin ich da auf der sicheren Seite. Ja, ist schon schön zu sehen, wie die Super Crystal Red sich hier entwickeln. Das ist schon fantastisch. Auch die blauen, die wir hier reingebracht haben, jetzt letztens gemeinsam. Denen geht es richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen, wenn die ausgewachsen sind. Die verändern sich dann ja auch noch ein kleines bisschen. Aber ist schon ein schönes Farbspiel, muss ich sagen. Das Blau und Rot, das ist schon eine coole Sache. Ja, Nachkommen. Also da bin ich echt gespannt, wann das losgeht. Vor allem, was dabei rauskommt, weil das ja zum Teil, gut, hier im Becken sind Super Crystal Red oder auch Santas Super Crystal Red. Aber wir haben ja auch welche von unten aus dem Becken und da sind ja auch die Galaxy Pinto Red drin. Fishbone war das, glaube ich, ne? Ja, also das könnten schon auch interessante Tiere im Laufe der Zukunft werden. So, kleines bisschen noch, komm. 1, 2, 3. So, das sollte reichen. Nicht ganz 5 Liter. Okay. Schwamm mal eben abschütteln hier. Und dann können wir jetzt das Wasser befüllen. Die Werte passen soweit, wie wir vorhin gesehen haben. Okay, das dazu. Ja, eben Deckel drauf machen hier. Das ist mein Abwasserkanister, also nehme ich tatsächlich nur fürs Abwasser. Ne?
Ganz wichtig. Nicht, dass man dann die anderen wieder dafür nimmt, aber dann musst du die erst wieder desinfizieren. Und das ist natürlich nicht so der Burner. So, der Hauptgrund, warum wir heute Abend nochmal hier sind, ist, ich habe mir nochmal eine Pflanze bestellt, die möchte ich euch zeigen. Die packen wir auch gleich gemeinsam aus. Wir haben ja hier die Yoda-Schnecken jetzt. Die Hydra sind alle verschwunden. Ich habe früher noch mal eine gesehen, hinterm Schwamm versteckt die sich. Da kommen die Hydra vielleicht noch nicht, die Yoda-Schnecken vielleicht noch nicht dran. So, jetzt habe ich aber das nächste kleine Problem. Und zwar flüchten die Yoda-Schnecken tatsächlich. Ich habe sie hier schon drauf rumkrabbeln haben gesehen. Nicht nur gesehen, sie krabbelten drauf rum. Ne? Dann habe ich sie wieder reingesetzt. Also das ist mal interessant. Aber nicht in jedem Becken. Hier haben wir ja das Lavagranulat drin. Und da sind sie bis heute noch nicht rausgekrabbelt. Die kommen auch nicht bis an die Glasscheibe Ohrkante hier. Kommen sie auch nicht. Die sind tatsächlich hier im Becken alle unterwegs. Aber hier, wo der pH-Wert niedriger ist, da streben tatsächlich immer wieder die Tiere nach oben. Da ist gerade einer. Den zeige ich euch gleich. Dann kann ich einen Clip nachher nochmal filmen, wie der aussieht. Oder wie das aussieht. Ja, okay. Also, jetzt kommt erstmal wieder Wasser rein, damit die Becken wieder auch befüllt werden. Also ich werde jetzt ein Becken nach dem anderen machen und zwischendurch dann dementsprechend filme ich dann das andere, was ich noch vorhabe mit euch gemeinsam. Ja, es ist schon krass. Das Handtuch hängt hier übrigens, ne, weil das ist eine coole Sache. Du kannst inzwischen einfach mal die Hände abtrocknen und musst das Handtuch nicht irgendwo hinlegen. Denn ne, der Hygiene wegen ist das dann doch auch noch mal ein bisschen besser. Ja, okay. Ich würde sagen, geht gleich weiter. Dann packen wir das Päckchen gemeinsam aus. Ja, weil es Spaß macht. So, wo ist der Anfang? Vielleicht kriegen wir das einfach so auf hier. Dass wir es nicht aufschneiden müssen, wäre ja ganz schön. Guck mal eben. Ja, müsste klappen. Also, aber die Ohren zuhalten. So. Siehst du. Zack, bumm. So einfach kann man das auch machen. Ne? Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, was hier drin ist. Kriegt er denn das auf hier? Ah, jawohl. So, tja, Tatsache. Wir haben eine neue Pflanze. Ah, das ist mal interessant, ne? Also die Verpackung, das ist ja mal der Hammer. Eine richtig coole Kiste. Vor allem, die können wir ja auch tatsächlich später wiederverwerten. Ne? Also das ist mal richtig genial. So, naja, eine große Kiste und ein kleines Töpfchen. Mehr nicht. So ist das. Was haben wir hier drin? Krypto Corüne Venti Brown. Venti Brown, ja. Ich schreibe das da mit rein, damit ihr das auch lesen könnt. Und ich würde sagen, wir gucken uns schon mal an, wie sie ausschaut. Wo geht das Schätzchen denn auf? Hier, mal gucken. Dass ich mir nichts kaputt mache hier. Okay. Ja, mit einer anderen Brille sieht man das auch. Ne? Hier mal noch so ein Verschluss dran und da stand sogar drauf Open. Ja, Sicherheitsverschluss, ne? Damit nicht jeder den Deckel aufmachen kann. Einfach hier. So sehen die Pflänzchen aus. Richtig kräftig, würde ich sagen. Hier ist auch noch Nährlösung ein bisschen mit drin, so ein Gel. Das werde ich jetzt erstmal auffüllen und zwar mit Aquariumwasser. Mal eben gucken, wo ich einen Becher habe. Hier. Dann nehme ich das hinten aus dem Becken raus, was wir jetzt gerade neu befüllen und setze das Ganze erstmal unter Wasser und das können wir noch so ein paar Tage erstmal belassen, das Ganze. So, dann machen die jetzt erstmal Bekanntschaft mit Wasser, die Pflanzen. Okay, dann würde ich sagen, die Deckel lassen wir jetzt offen, den machen wir nicht zu. Ach, warte mal, da können wir in einem Zuge eigentlich mal gerade hier um die Ecke gucken, ob wir das so hinbekommen hier. Unsere Bussi Verlandra, ich nehme mal den Deckel ab. Ja, ich würde sagen, das sieht nach wie vor richtig gut aus. Also richtig genial. Ne? Anzucht von Bussi Verlandra. Hier steht sogar der Name drauf. Brownie Firebird. Richtig tolle Sache, muss ich sagen. Also das macht Spaß. Aber richtig Spaß. Die Mutti habe ich übrigens gekillt von der Bussi Verlandra hier. Die habe ich zu lange im Wasserstoffperoxidwasser gemischt gelassen. War nicht so gut. Aber okay, man lernt auch aus Fehlern. Ne? Definitiv. Kommen wir noch mal kurz zu den Yoda-Schnecken, dann haben wir das nächste Problem. Die fressen tatsächlich unsere Echinodorus Hardy Red Pearl. Jo, ne? Das eine kriegst weg, das nächste kommt. So ist das halt, ne? Aber die fressen nicht nur die Blätter, pass mal auf, die fressen sogar die Wurzeln. Ja, so ist das zum Thema Giftigkeit der Pflanze. Ne? Also das ist mal wieder sehr interessant, muss ich sagen. Ja, es ist so, ne? Das eine hast du im Griff, kommt das nächste. Also das ist schon, ne? Ja, Klartext, Yoda-Schnecken, ja,
fressen dann tatsächlich auch solche Pflanzen. Gut, das haben wir dann auch schon mal mitgenommen. Was das für die Zukunft bedeutet? Ja, dass solche Pflanzen nach Möglichkeit nicht mit Jodaschnecken zusammenkommen. Okay, oder ich müsste mehr füttern. Schauen wir mal. Kannst du mal sehen. Jetzt habe ich in der Zeit, wo ich hier rumeier, ein Becken fertig gekriegt. Das kommt davon, wenn man zwischendurch filmt und die Tiere dann nebenbei noch einmal beobachtet, immer wieder mal. Ja, pass auf, wir werden jetzt hier, das Becken ist fertig, da kommt jetzt ein bisschen Wasseraufbereiter rein, extra für Garnelen. Ganz minimal, 1 Milliliter, mehr braucht er nicht rein, also ganz klitzekleiner Schluck nur. Upp, dann reicht schon. Ganz klitzekleiner Schluck, das mache ich nur der Sicherheit wegen. Ne? Normalerweise brauche ich das vielleicht gar nicht machen, aber ich sage es mal so, jetzt sind wir auf einem guten Wege und ich möchte mir das nicht verderben und von daher bin ich da, fahre ich da auf der sicheren Seite. So, bei dem Becken jetzt mit dem Labergranulat haben wir einen pH-Wert von, nochmal einschalten, 7,55 und ich denke mal, bei dem Wert wird sich das wohl auch einpendeln dementsprechend dann, das wird sich nicht großartig was verändern. Da werden wir auch nicht eingreifen mit pH- und sonstigen Kram. Das bleibt so, wie das ist und dementsprechend kommen angepasste Tiere dann später da rein. Ganz herzlichen Dank erstmal für die Vorschläge der Fische, die wir reintun könnten. Ich gehe aber fast davon aus, dass wir Lebendgebärende nehmen. Ich hatte es ja auch schon mal gesagt, der Kinder wegen. Weil Lebendgebärende zu beobachten ist einfach sehr interessant. Das kenne ich aus meiner Kindheit noch. Ich habe vor so einem Gubbi-Becken und Platys waren da, glaube ich, damals drin. Schwerträger war ganz, ganz, ganz groß damals. Schwerträger war das Allerbeste, was es überhaupt gab. Ein Fisch mit so einem langen Schwert. Da habe ich stundenlang vorgesessen vor den Aquarien und habe mich einfach nur erfreut daran. Und entspannt vor allen Dingen. Da ist nämlich alles, was du hier so kreist da oben, das ist alles für den Keller, also weg. Du bist dann wirklich in einer ganz anderen Materie. Und das ist sehr, sehr gut für den Kopf da oben. Ganz wichtig, ne? Deswegen auch. So, was wollte ich noch gesagt haben? Die Pflanzen, da warten wir jetzt noch mit, bis wir die irgendwo reinsetzen. Mit dem Buschifer-Landra, das klappt so gut, da werde ich jetzt mal gucken, dass ich mir ein paar bestellen werde, die wir dann auch gemeinsam weiter vermehren, dass also tatsächlich in solchen Aquarien überwiegend Buschifer-Landra drin haben, mit Moos dementsprechend auch für die Kleintiere, für die Jungtiere, damit sie sich schön verstecken können und insgesamt auch grün da ist tatsächlich. So, ich schweife hier rum, weil ich hatte noch was ich jetzt noch sagen wollte, aber weißt du was, ist nicht so wild. Ach so, Krusta Mineral kommt noch rein hier, wie wir das immer handhaben. Und dann sind wir mit dem Becken fertig. Ich glaube, ich werde das Becken gleich noch fertig machen. Dann habe ich 2 fertig. Die anderen 2 mache ich dann ja morgen früh dann tatsächlich. Dann werde ich noch ein bisschen weiter filmen. Keine Bange, ich werde nicht zeigen, wie wir nochmal Wasserwechsel machen. Was ich jetzt machen muss allerdings noch, ist hier unser Nachfüllbehälter. Den werde ich auf jeden Fall nochmal voll machen hier. Und da habe ich auch schon ein paar Gedanken, das nochmal zu optimieren, zu verbessern gegebenenfalls. Aber da kommen wir ein andermal zu. Denn man könnte... Nee, pass mal auf, ich erzähle nicht zu viel. Obwohl, doch, warum nicht? Man könnte rein theoretisch hier oben vielleicht so ein Bassin draufsetzen. Luftdicht wohlgemerkt. Ne? Und dann im Prinzip Schläuche raus, hier in die Becken rein auf passender Höhe setzen. Ne? Das also sollte dann auch funktionieren, genauso wie in den Flaschen. Nur der Behälter, der darauf steht, muss luftdicht sein. Das ist ganz wichtig. Ne? Mal gucken, ob wir da was Passendes finden. Das wäre nämlich richtig cool. Aber da finden wir mit Sicherheit was. Aber wie gesagt, die Idee ist da. Mal gucken, wie wir es dann später mal umsetzen. Manchmal kommt es ja auch ganz per Zufall, wenn man irgendwo einkaufen geht und sieht dann passende Behälter, dann so, ah, genau, das nehmen wir jetzt mit. So, das nehmen wir jetzt mit für heute Abend. Es geht gleich auf jeden Fall weiter. Das war im Prinzip nur Start für mich heute, damit ich hier das Ganze, ja, wohlgesonnen weitermachen kann. So, okay. Mir fällt es gleich noch ein. Oder auch nicht. Ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, es geht gleich auf jeden Fall weiter hier. Ich unterbreche mich einfach kurz mal selber. Das ist das, was ich euch noch zeigen wollte. Das ist die Suppe, ja, von den Wurzeln, die wir momentan am Einweichen sind, beziehungsweise am Klären, am Saubermachen. Seit dem letzten Mal, heute habe ich das Wasser wieder gewechselt. Letztes Mal haben wir es gemeinsam gemacht, dieses Mal habe ich es alleine gemacht heute. Und so sah das Wasser heute aus. Ja, okay, Mikrosiemens war 120 und pH-Wert war 6,5. Ja, genau. Okay, das soll das auch mitnehmen. Prost. Ein neuer Tag, neues Glück. So, wir starten einen neuen Versuch oder eine Versuchsreihe, je nachdem, wie das entwickeln wird. Wir haben hier Labergranulat drin. Das habe ich gewaschen und dann hier Osmosewasser reingefüllt. Und wir hatten anfangs einen pH-Wert von 6,3. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Das kannst du jetzt leider nicht sehen.
Zeige ich nachher vielleicht mal, oder dann, wenn es wichtig ist. So, wir haben jetzt einen pH-Wert von 6,49, also 6,5 mittlerweile. Ist allerdings schon 2 Stunden her. Das dauert mir jetzt zu lange. Ich weiß, dass der pH-Wert bis auf 7,5 geht auf jeden Fall. Okay, dann machen wir jetzt einen anderen Versuch. Und zwar habe ich hier jetzt auch Lavagranulat drin. Das ist nicht gewaschen, nur gesiebt. Also das sind jetzt grobe Bestandteile aus dem Lavamulch, was wir haben. Hier gieße ich jetzt einmal reines Wasser drauf, so dass die bedeckt sind. Und wir wollen versuchen, die Härtebildner rauszukriegen, dass also der pH-Wert sich dementsprechend senkt. Wollen wir mal gucken, ob das gelingt. Jetzt sehen wir das pH-Minus hier. Sicherheitsverschluss. So. Ganz kleinen Schluck nur rein, erstmal. Muss auch gucken, wie viel dann später dazugeben. Ich gieße erstmal einen ganz kleinen Schluck hier rein. So. Mal gucken, ob es dann schon eine Reaktion gleich gibt oder nicht. Wenn nicht, dann gieße ich gleich nochmal was hinterher. So, okay. Also versuchen jetzt die Härtebildner zu lösen und dann auszuspülen in dem Sinne. Wenn uns das gelingt, wollen wir mal gucken. Wie gesagt, das ist Versuch, denn wir wissen ja, Versuch macht klug. Ja, okay. Ich denke mal, das ist dann soweit in Ordnung. Hier kommt dann später das auch noch rein, pH-Minus. Jetzt haben wir hier 39 Mikrosiemens momentan. So, okay, das dazu. So, meine Lieben, neuer Tag, neues Glück, hatte ich ja schon gesagt. Wir werden das eine oder andere hier austesten, versuchen. Ich habe ein Stück Holz, Buche, das habe ich im Frühjahr mal aus dem Wald mitgenommen und trocken liegen lassen. Mal gucken, was wir damit dann später machen. So, ein Lavagranulat. Wir wissen, dass das Lavagranulat den pH-Wert erhöht. Ich gehe aber davon aus, dass er das nicht dauerhaft kann. Das heißt also, wenn die Härtebildner raus sind mit der Zeit, das kennen wir ja vom mineralischen Substrat auch bei den Pflanzen, dann sinkt der pH-Wert tatsächlich. Unter Umständen sogar sehr stark, aber abhängig davon, was für Inhaltsstoffe im Wasser dann drin sind. Ganz klarer Fall. Und um da jetzt ein Substrat zu kriegen, wo wir im Prinzip das Wasser manipulieren können, also einen pH-Wert runterbringen können oder aber auch hochbringen können, je nachdem, wie wir das gerne haben möchten. Von daher versuche ich das jetzt aus, teste das aus, inwieweit das dann funktioniert, werden wir im Laufe der Zeit auf jeden Fall sehen. Ja, eine Reaktion gibt es schon. Auch mal gucken, wie das dann später aussieht, aber das sind wir jetzt, wie gesagt, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. So, okay, dann kommen wir gleich nochmal zum CO2. War ja auch vorauszusehen, mit der CO2-Anlage bestellt, eine kleine. Ist tatsächlich heute Morgen schon angekommen. Glücklicherweise, da kann ich das mit dem Film hier noch einbauen. Denn wir haben das ja mit dem CO2 ausprobiert, wie das so läuft, auch mit den Tieren und im Zusammenhang des Wassers und der Algen und so weiter und so fort. Und da es so gut läuft, werde ich dazu übergehen, dann dementsprechend hier und da CO2 zuzuführen. Das werden wir jetzt hier machen, weil hier haben wir auch Pinselalgen drin, um die dann wegzubekommen. Es ist aber so, man muss eigentlich nicht kontinuierlich CO2 reinballern. Man könnte es auch phasenweise machen. Wenn Probleme auftreten beispielsweise oder die Pflanzen jetzt anfangen, ein bisschen zu mickrig zu werden, oder so, dann könnte man CO2 zuführen eine Zeit lang. Man muss es rein theoretisch nicht dauerhaft. Denn Pflanzen lagern Stoffe ein und kommen damit eine Zeit lang also auch gut zurecht und müssen nicht dann ständig nachgeliefert bekommen in dem Sinne. Aber das ist auch mehr oder weniger Theorie. Das sehen wir dann im Laufe der Zeit. Okay, so. Jetzt dauert das natürlich lange hier, bis das steigt. Okay, dann würde ich sagen, packen wir jetzt erstmal die CO2-Anlage aus und gucken mal, wie ich da was vorhabe. Es wird einige Experimente geben im Laufe des Jahres noch, weil die Thematik mich sehr interessiert, muss ich sagen, dass wir dann also ja im Prinzip herausfinden, was, wieso, weshalb, wie, wo, wann, wieso funktioniert oder auch eben nicht. Ne? Okay. Dann packen wir die Geschichte jetzt mal aus hier, gucken, was da alles so drin ist. Hier ist schon mal ein Saugnapf, noch ein Saugnapf. Und hier ist der Ausströmer, genau, für CO2. Das ist soweit schon mal okay. Ich habe mir allerdings noch 3 bestellt. Für die anderen Becken da dementsprechend. So, das ist Papier. Oh, ja. Hier ist das mehr oder weniger Steuerungsgerät, wo wir dann Durchfluss, Menge und so weiter bestimmen können. Richtig hochwertig, alter Schwede. Richtig krass. Okay, das haben wir. Dann haben wir ganz wichtig eine Nachtabschaltung. Warum ist das wichtig? Du wirst wahrscheinlich sagen, das hast du beim Carbonator ja auch nicht. Ja, nee, habe ich nicht, weil das eben da nicht möglich ist. Aber hier ist es möglich und von daher haben wir hier eine Nachtabschaltung. Das heißt, in der Nacht wird kein CO2 zugeliefert, sondern tatsächlich nur am Tag. Aber da kommen wir dann später zu. Ne? Wie viel, wie oft, wie lange? Ich bin der Auffassung, dass man also gar nicht so viel CO2 reinballern muss. Es sei denn, möchte jetzt enorm viel Wachstum haben, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist aber hier nicht so wichtig bei dem, wie wir das machen, mit den Garnelen und
den paar Pflänzchen, die drin sind. Ne? So, das ist jetzt eine Sodaflasche. Das ist natürlich das Optimalste, weil die können wir tauschen. Ne? Dann brauchst du nicht jedes Mal neue kaufen. Das ist also eine Mehrwegflasche, keine Einwegflasche. Da musst du aufpassen. Viele Anlagen werden tatsächlich mit Einwegflaschen verkauft. Das heißt, du musst dir dann anschließend wegschmeißen, entsorgen und dir eine neue kaufen. Und das ist natürlich Blödsinn. Ne? Vor allem, weil das ja mit dem Soda, mit den Sodaflaschen tatsächlich auch funktioniert. So, dann haben wir ein Schläuchlein hier drin und hier haben wir, ach, Indikator haben wir auch hier, das ist ja schön. So, ein paar kleine Bauteile noch. Das ist Indikatorlösung. Okay, das ist dann alles selbstredend. Und hier haben wir jetzt unseren Fuß, unseren Standfuß, damit das Schätzchen auch stehen kann, weil hinlegen sollte man das nicht. Na, meinen dicken Finger nicht, sag ich dir doch. So. Okay, ach, ist zugeklebt auch noch. Oh. Komm, brauchen wir sowieso nicht. Ne? Braucht man nicht. Weg damit. Liegt sowieso alles nur rum. So, das ist der Standfuß. Da kommt die Flasche dann später rein. Ja, okay, dann werde ich das Ganze mal installieren und dann sehen wir gleich uns wieder. Ich werde mich gleich erstmal sammeln. Ich bin hier seit 2,5 Stunden zugange. Mit Messen tun und machen, bist verrückt, ich sag es dir, du. So, die CO2-Anlage ist angeschlossen. Das hat ganz easy funktioniert. Ich habe mich nur gefragt, wie ich dieses Röhrchen da nicht rankriege, sondern das Wasser da rein. Hey, lol. Ja, ich habe es dann einfach von oben eingefüllt. War die einfachste Variante, ne? So, also CO2 läuft jetzt hier. Relativ wenig, würde ich sagen, in dem Zuge. Habe ich jetzt hier den Auslass von dem Filter direkt auf den Ausströmstein gerichtet und so werden die Luftperlen nochmal durch die Gegend geschleudert und so kann sich das CO2 dann noch ein bisschen besser lösen. Jetzt wird es interessant. Also, wir hatten vorhin pH-Wert anfangs von 7,05, also 7, und das Ganze läuft jetzt ungefähr ja, 1,5–2 Stunden und wir haben jetzt pH-Wert von, kannst kaum sehen, ne? Uah, hat sich fast das Glas umgeschmissen hier, ich sag mal hier, von 6,6. Jo. Gerade vor 5 Minuten waren wir noch bei 6,66. Also können wir hier mit dem CO2 und dem Lavagranulat den pH-Wert tatsächlich senken. Das ist schon mal eine richtig coole Sache. Das heißt im Klartext, hier können rein theoretisch dann auch die Caridina-Garnelen rein. Aber okay, das muss ich noch langzeittestmäßig beobachten, wie sich der pH-Wert jetzt noch hier verändert oder auch nicht. Boah, ich sag's dir, du, da war ich so baffnig, dann habe ich alles Mögliche getan und gemessen und dann ist mir aufgefallen, dass das eine Gerät hier komplett versagt hat. Also nicht versagt, sondern komplett falsche Werte angezeigt hat. Und in dem Zuge habe ich das andere Gerät dann auch mal hier reingemacht, ein Wasserstoffperoxid, 6%ige Lösung, die Hälfte davon, also 3%, ne? Um die Geräte mal zu reinigen und nachher neu zu kalibrieren, dass ich sie also auch im Vergleich habe. Da kann ich die alle mal hier reinhängen und mal gucken, ob das jetzt wirklich so ist, wie das ist. Das ist nämlich jetzt das neue Gerät tatsächlich. So, geht noch 100. Oh, da bin ich mal echt gespannt, was das geben wird. Alter Schwede, das ist mal eine richtig coole Sache. Wir hatten das Ganze ja hier schon mal gemacht. Ne? Hier haben wir auch Lavagranulat drin und hatten auch mal CO2 reingeblasen. Da hatten wir allerdings noch den, jetzt kommt Trecker. Wir hatten allerdings den Kalkstein noch hier drin. Moment. So, er ist weg. Da fällt einer am Rasenmäher auf der Straße spazieren. Ich glaube, sagst du, gute Leute gibt's. So, was hatte ich jetzt gesagt? Achso, ein Kalkstein hatten wir drin gehabt. Ne? Der liegt hier unten noch. Irgendwo, da liegt er noch, da hinten. Ne? Und der ist der pH-Wert ja hochgeballert hier. Ne? Also nicht runtergegangen, sondern hochgeballert. Ne? Also Klartext, wenn Kalk drin ist, dann steigt auch der pH-Wert, wenn der Kalk sich löst. Und das haben wir hier eben nicht im Lavagranulat. Interessanterweise. Ich hätte gedacht eigentlich, dass da Kalk mit drin ist. Aber okay, ist so wie es ist. In dem Zuge habe ich ja hier das pH- reingepackt und da hat sich jetzt auch nicht viel Reaktion gezeigt, muss ich sagen. Da ist nichts an Geblubber oder so. Ein paar ganz kleine Bläschen kamen und das war es auch. Also brauchen wir das gar nicht mal ja, mit pH- behandeln. Weil ich dachte, wenn Kalk drin ist, dann lösen wir den damit auf jeden Fall raus. Weil theoretisch wäre das auf jeden Fall möglich. Oh, ich sag's dir, ich bin aufgeregt jetzt gerade. Richtig heavy. So, also, da werde ich die Geräte gleich nochmal kalibrieren neu und dann nochmal reinhalten, gucken, wie das dann aussieht. So, habe ich natürlich auch, ne, Rücksperrventil, also muss ich hier noch anschließen, nicht, dass uns dort Wasser irgendwann mal in die Anlage kommt, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil hier viel höher steht, dann ist das eigentlich gar nicht möglich, es sei denn, die Flasche würde saugen, aber das tut sie ja nicht, ne? Also eigentlich müsste das nicht. Eigentlich, das heißt im Klartext, ich teste das aus, ich beobachte das. Ich lasse das Ding erstmal ab und dann sehen wir dann weiter, wie das dann ausschaut. Ja, gucken wir hier unser Herzchen. Die ist auch trächtig. Die hat auch Eier.
Das ist, glaube ich, die einzige Garnele, die so ein Herzchen auf der Seite hat. Komm, dreh dich noch mal ein bisschen. Komm, dreh dich noch mal. Ja, guck mal. Ein schönes kleines Herzchen hat sie. So, okay, wie gesagt, ich muss mich mal kurz sammeln. Ich glaube, das reicht auch erstmal für heute. Hier, wie gesagt, muss ich nochmal nachmessen nachher, wie das aussieht. Jetzt einfach nur im destillierten Wasser, aber hier werden wir auch bei Perwert um 7 liegen, denke ich mal. Okay, ich weiß gar nicht mehr, hatten wir letztes Mal nicht 7,5 hier gemessen? Was war denn da los gewesen? Okay, wir nehmen das jetzt erstmal so mit, wie es tatsächlich aussieht. Ja, er geht tatsächlich noch weiter runter, siehst du wohl. Und das in so kurzer Zeit, ne? Und ich lasse ja auch nicht viel rein jetzt hier. Man kann ja sehen, hier ist ja so ein Blasenzähler dran. Ne? Kannst du sehen, wie viele Blasen dann da durchgehen? Ist jetzt, würde ich sagen, nicht die große Menge. Ja, okay, bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, es ist tatsächlich so. Wir haben hier tatsächlich einen Perwert von 7,5 gehabt. Ich habe es hier sogar draufgeschrieben, am 25.06. Und dann haben wir das GH Plus dazugegeben und aufgedüngt, mineralisiert auf 230 Mikrosiemens. Ja, ich hatte aber anschließend noch mal ein bisschen dazugepackt. Das müsste jetzt eigentlich ein bisschen mehr sein. Mal gucken. Ja, 270. 270 Mikrosiemens haben wir jetzt tatsächlich hier drin. Ja, wird eine spannende Geschichte. Auch hier werde ich noch mal nachmessen. Dann packen wir hier jetzt CO2 dazu. Hier haben wir ja das Soil drin, das 5,5er. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt reagiert. Wir haben jetzt schon etwas höheren pH-Wert, definitiv, also ist nicht 5,5. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr nachmessen, weil das Gerät mache ich sauber. Das eine muss erst ein bisschen konditioniert werden und das dauert alles zu lange heute. Und das machen wir im nächsten Film auf jeden Fall. Und auch das mit dem Buchenholz hier könnte auch eine interessante Geschichte werden. Ja, das werde ich dann einfach so ins Wasser schmeißen. 50. Hier ist 50. Aber das, ne, ist so. Ja, okay, das soll genug sein. Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Ich würde sagen, im nächsten Schritt, im nächsten Film haben wir alles zusammen. Dann habe ich alle Werte komplett und auch die kompletten Veränderungen können wir dann sehen. Oder ich teile euch mit, wie das dann so funktioniert. Auf jeden Fall ist es schon sehr interessant, was man auch mit CO2 machen kann. Ne? So, meine Lieben, weißt Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Aquaristik. Ja, das ist schon eine richtig spannende Geschichte. Achso, eins habe ich noch vergessen, deswegen, oh, wir haben so viele verschiedene Sachen mit dabei hier. Hier haben wir ja Basaltsteine drin und hier ist, ich hatte es vorhin gemessen, ich habe es wieder vergessen. Oh, nee, ne? Ich meine, da wäre der pH-Wert bei 5,6 oder so gewesen. Da ist auch das 5,5er Soil drin. Also das hat auch funktioniert, definitiv. Aber was soll ich sagen? Es ist doch ein bisschen viel am Anfang, wenn man die ganze Thematik angeht, ganz klarer Fall. Aber wir kriegen das schon hin, so nach und nach, ne? Eins nach dem anderen. Weil, wie gesagt, wenn man Parameter verändert, dann muss man erstmal gucken, wie das Ganze so miteinander reagiert, definitiv. Ne? Ja, und so wenig CO2 rein und schon verändert sich der pH-Wert. Das ist natürlich eine coole Sache. Ach so, es kann natürlich sein, dass wir von 7,5 auf 7 runtergegangen sind, bedingt durch das GH+. Ne? Wasser dort reingefüllt haben. Das hat sich jetzt im Laufe der nächsten Tage halt so entwickelt. Aber auch mal interessant so mitzunehmen. Also kann man schon das Lavagranulat manipulieren. Ja? Wir können den pH-Wert erhöhen oder wir können den pH-Wert tatsächlich auch senken. Erhöhen ist ganz einfach mit Kalk. Ne? Calciumcarbonat beispielsweise oder Kalkstein reinlegen, dann kriegst du den pH-Wert auch höher. Also das, okay, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte noch.